Unsere Profilequerschnitte sind in fünf Linien aufgeteilt oder fünf Basen eingeteilt. Von der Basis 50 hatten wir bereits die drei Profile ein wenig angeschaut. Weiter sind die Größen der Grundgrößen 45 mit dem Buchstaben M, dann die Basis 40 mit dem Buchstaben C, Basis 30 hat der Buchstabe B und die Größe 20 mit dem Buchstaben D. Was diese Artikelnummer angeht, da haben wir uns so beholfen, dass die Artikelanfangsbuchstabe jeweils zu den einzelnen Linien gehört. Auch das Zubehör ist teils so aufgebaut. Nochmals zum Kernlochdurchmesser 13,7. Auf den Profilgrößen 50, 45 und 40, Entschuldigung, diese größeren Querschnitte haben immer denselben Durchmesser. Das ist natürlich für die Verbindertechnik wichtig, denn das reduziert massiv die Anzahl an Verbindungselemente, die nötig sind. Also sämtliche Anker sind für diese drei Linien identisch in der Größe. Bei der Basis 30 mussten wir aus Platzgründen die Kernbohrung auf 12,1 reduzieren und bei der kleinsten Linie der Basis 20 sogar nur auf Durchmesser 6. Auf diesen Größen der Grundquerschnitte bauen dann die jeweiligen Profillinien auf. Das heißt, es gibt dann jeweils immer ein Mehrfaches der Grundgröße als Raster vor. Sie sehen hier im oberen Bereich die Basis 40. Das heißt, es gibt dann ein 40 mal 40, 40 mal 80, 80 mal 80 und so weiter. Immer in dem 40er Raster bleibt diese Basis eigentlich sich dann treu. Dasselbe der Basis 50 sowie 45 und 30 und 20. Das ist eigentlich die Grundidee. Wenn man die Querschnitte dann anschaut, da haben wir fast in jeder Dimension eigentlich ein Profil verfügbar. Zusätzlich zu der standardisierten Dimensionierung sind dann noch jeweils unterschiedliche Formgebungen wie Eckprofil, Frontprofil, Doppelfrontprofil, auch abgeschrägte Profile sind vorhanden oder sogar Rundungen. Hier sehen Sie nur einen Ausschnitt von der 50er Linie. Dasselbe gibt es natürlich auch eben, wie bereits erwähnt, bei den anderen Profilgrößen. Diese Maßbilder finden Sie jeweils im Katalog auf dem Produkt abgebildet. Dazu ist noch zu erwähnen, dass diese Bilder im Katalog im Maßstab 1 zu 1 sind. Und damit kann man sich die Profile in der Größe etwas besser vorstellen und allenfalls auch mal eine Schraubenlänge aus dem Katalog herausmessen.